Die Stadtmaus und die Landmaus. Es war einmal eine kleine Maus, die in der Stadt lebte. Sie fand ein Foto ihres Freundes, der auf dem Land lebte. Also beschloss sie, ihn mit einem Besuch zu überraschen. Dieser Ort ist so ekelhaft. Es riecht nach dreckigen Bauernhoftieren. Ich werde bestimmt bald das Haus meines Freundes finden. Hi, mein lieber Freund. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich wollte dich mal überraschen. Das ist dir gelungen. Willkommen auf dem Land, meine Liebe. Ich bin so froh, dass du den ganzen Weg aus der Stadt gekommen bist, um mich zu besuchen. Die beiden unterhielten sich eine Weile. Du hattest eine so lange Reise und bist sicher müde. Warum machst du dich nicht frisch? In der Zwischenzeit werde ich uns etwas zubereiten. Die Landmaus steuerte auf den Bauernhof zu. Die Stadtmaus erfrischte sich. Also gut, dann lass mich gehen und frisches Gemüse ausgraben. Währenddessen hat die Stadtmaus das ganze Wasser verbraucht. Ah, es gibt so wenig Wasser. In der Stadt ist das viel besser. Die Stadtmaus kam heraus und war völlig irritiert. Komm, wir essen draußen. Ich habe alles für dich vorbereitet. Die Landmaus servierte Süßkartoffeln, frische Rübenwurzeln, Mais und frische Milch. Warum setzt du dich nicht? Die Landmaus bediente die Stadtmaus. Ist es das, was man auf dem Lande isst? Fades Essen, einfach so geschmacklos. Die Landmaus bemühte sich, seine Freundin zu beeindrucken. Doch es gelang ihm nicht. Nach dem Essen entschied sich die Landmaus, der Stadtmaus den Bauernhof zu zeigen. Ah, die Luft ist so frisch. Ich kann sogar den Duft dieser Blumen riechen. Was ist dieses grüne Zeug? Das sind frische Erbsen. Dann kamen sie an einem Misthaufen vorbei. Das riecht so eklig. Meine Stadt ist so sauber. Ehrlich gesagt, mein lieber Freund, ich mag die Art und Weise, wie du lebst und diese Art von Essen nicht. Umgeben von Insekten und mit all dem Dreck. Komm in meine Stadt. Da kannst du das alles hier vergessen. Es tut mir leid für das Essen, aber da ist nichts Falsches mit meinem Essen. Hier ist alles frisch. Ich möchte, dass du mit mir ein paar Tage in die Stadt kommst, um dir meine Lebensweise zu zeigen. Ich werde dich dazu bringen, Käse, Nudeln, Nüsse und alles mögliche andere zu essen. Das klingt fantastisch. Ich bin sicher, du wirst begeistert sein. Die Stadtmaus packte ihre Tasche, um wieder nach Hause zu fahren. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich danke dir. Ich hatte eine tolle Zeit. Wir sehen uns bald in der Stadt. Ciao! Die Mäuse umarmten sich und winkten zum Abschied. Ein paar Tage später begann die Landmaus, seine Tasche zu packen, um die Stadtmaus zu besuchen. Was für hohe Gebäude, glänzende Autos. Und was für eine köstliche Mahlzeit werde ich haben. Ich liebe diese Stadt. Oh, was für ein lautes Geräusch! Endlich erreichte er das Haus der Stadtmaus. Willkommen! Willkommen, lieber Freund! Willkommen in meinem Haus! Die Stadtmaus nahm die Landmaus mit ins Haus. Sie unterhielten sich. Später, als der Tisch im Haus von den Dienern gedeckt wurde, roch es die Stadtmaus und sagte: Komm schon, mein Freund,
Das Essen ist fertig. Lass uns gehen. Die Landmaus freute sich schon sehr auf das Essen. Bedien dich, mein Freund. Es gibt Käse, Milch, Nudeln, Toast, Erdnussbutter, Kuchen und Früchte. Danke. Ich bin wirklich beeindruckt von deinem Lebensstil. Ich denke, ich bleibe hier bei dir. Sobald sie zu essen anfing, kam die Köchin zurück. Sie nahm einen Stock, um die Mäuse zu verscheuchen. Ihr dreckigen kleinen Kreaturen. Hier, 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 geht weg. Komm, lauf, versteck dich. Die Stadtmaus war sehr verlegen. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Wir werden essen, sobald sie weg ist. Sie beschlossen, einen Spaziergang zu machen, bis der Tisch wieder frei war. Komm, ich zeige dir einen Ort, wo du alle Arten von Essen bekommst. Was? Was ist das? Das berühmte Kaufhaus. Plötzlich war da eine Katze, die mit voller Geschwindigkeit auf sie zukam. Beeil dich! Versteck dich! Was war das denn? Mein Herz klopft so schnell. Eine dicke, fette Katze war das. Und sie wird gleich gehen. Bleib einfach ruhig. Nachdem die Katze verschwunden war, ging sie weiter durch das Kaufhaus. Die Landmaus sah etwas Merkwürdiges. Was ist das denn? Sei vorsichtig! Das ist eine Mausefalle! Nun, ich kann es nicht genau erklären, aber in dem Moment, in dem du versuchst, den Käse zu schnappen, bleibst du stecken und kommst nicht mehr heraus. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Das ist zu viel für mich. Nun, jetzt übertreibst du aber. Sei dennoch vorsichtig. Ach, ich habe genug von all dem Laufen und Springen und dem Gefühl, verängstigt zu sein. Deswegen bin ich nicht hergekommen. Aber... Ich habe mich entschieden, nach Hause zurückzukehren. Es ist so friedlich dort. Das alles tut mir wirklich so leid. Ich ziehe es vor, in meinem Garten frisches Essen zu essen. Als in Angst und Schrecken. Es ist besser, einfach zu leben, als ständig dem Luxus hinterher zu rennen. So kehrte die kleine Landmaus nach Hause zurück und blieb dort bis zum Ende ihrer Tage.